Moin, liebe Wölfe, zur neuen Weekly Bulls. Was war das für ein geiler Sieg unserer Wölfin bei den Bayern? 3:1 hieß es am Ende im Halbfinale des DFB-Pokals, gleichbedeutend mit der 8. Finalteilnahme in Folge. Wir haben alle Emotionen eingefangen, die findet ihr hier bei uns auf dem Channel, sowie die Stimmen und die Highlights zum Spiel. Klickt euch da auf jeden Fall rein. Für unsere Mädels geht es Schlag auf Schlag weiter, und zwar geht es nach Barcelona. Das Halbfinale in der UEFA Women's Champions League steht an, und da begleiten wir den Tross natürlich auch mit unseren Kameras. Ihr könnt euch auf zahlreiche Stimmen vor und nach dem Spiel freuen, sowie dem Vlog von der Anreise. Natürlich auch die Highlights in den kommenden Tagen, und dann drücken wir alle fest die Daumen, dass man eine gute Grundlage für das Rückspiel in einer Woche dann hier in der Volkswagen Arena schaffen kann. Am Freitag könnt ihr euch aber nicht nur auf die Wölfinnen freuen. Anstoß in Barcelona ist übrigens um 18.45 Uhr. Übertragen wird das Ganze von unseren Freunden von DAZN, sondern auch auf unsere Männer. Und zwar 20:30 hier in der Volkswagen Arena heißt der Gegner 1. FSV Mainz 05. Höchste Zeit also für die Fakten zum Spiel. Es wird bunt. Rund um das Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 stellen die Grün-Weißen ihr Engagement zum Thema Vielfalt in den Mittelpunkt. Das wohl sichtbarste Zeichen dabei ist das Vielfaltstrikot, bei dem sowohl das Volkswagen-Logo auf der Brust als auch das Linglong-Logo auf dem Ärmel in Regenbogenfarben erstrahlen werden. Die Gesamtbilanz zwischen dem VfL und den Rheinhessen spricht für unsere Wölfe. Nach bislang 31 Duellen stehen 12 Siege, 11 Remis und 8 Niederlagen zu Buche. Treffen die beiden Teams in der Volkswagen Arena aufeinander, wird es in der Regel nicht langweilig. Im Schnitt fallen 3,73 Tore. Der Mainzer Stürmer Karim Onisivo bestreitet in der Bundesliga die meisten Zweikämpfe. 810 Mal stürzte er sich in dieser Saison bereits in ein direktes Duell. Torgefährlich war der Österreicher zuletzt vor allem in der Fremde. 8 seiner jüngsten 9 Bundesliga-Tore erzielte er in Auswärtsspielen. Das war's auch schon wieder mit der Weekly Wolves für diese Woche am Freitag. Also 18:45 Uhr erstmal den Wölfinnen feste die Daumen drücken auf DAZN, und dann kurze Zeit später 20:30 Uhr die Männer gegen den 1. FSV Mainz 05 ebenfalls auf DAZN. Wir melden uns nach den jeweiligen Spielen mit den Stimmen zum Spiel, mit der Pressekonferenz nach dem Spiel. Schreibt gerne in die Kommentare, wie die beiden Spiele denn eurer Meinung nach ausgehen werden. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und ich sage an dieser Stelle, bleibt gesund und munter. Bis nächste Woche, euer Felix.